Wie schlägt man die mächtigste Frau der Welt? Als Herausforderer von Amtsinhaberin Angela Merkel hat SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück eine Herkulesaufgabe. Also Herr Steinbrück war zweifellos der beste von den Kandidaten, die die SPD zur Verfügung hat. Aber er ist zum falschen Zeitpunkt Kandidat geworden. Und die Leute sagen, die jetzige Bundesregierung macht es doch ganz ordentlich. Uns geht es wirtschaftlich gut. Also warum sollte man Frau Merkel abwählen? Norddeutsch cool tritt der 66-jährige Steinbrück auf, gern auch polemisch. Anhänger mögen seine klaren Aussagen, Kritiker werfen ihm Arroganz vor. 2005 bis 2009 war Steinbrück Finanzminister der Großen Koalition unter Merkel, auch beim Ausbruch der Krise. Und Herr Steinbrück hat von daher eine Reputation als Finanz- und Wirtschaftsfachmann, die es ihm erlaubt zu sagen, ich kann für die SPD Wirtschaftspolitik betreiben. Der Nachteil ist nur, ihm fehlen Kompetenzen in anderen Politikfeldern. Der Krisenmanager Steinbrück müht sich um ein volksnahes Auftreten. Im Wahlkampf setzt er vor allem auf Sozialpolitik. Es ging und geht um Freiheit und Demokratie, um Solidarität und den Zusammenhalt der Gesellschaft, um Gerechtigkeit und Respekt, um Frieden und Verlässlichkeit gegenüber unseren Freunden, gegenüber unseren Nachbarn. Das sind die Werte, auf deren Grundlage ich mich bewerbe, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Die Umfragen geben Steinbrück kaum eine Chance, Amtsinhaberin Merkel zu schlagen. Aber sie deuten darauf hin, dass Union und SPD wohl oder übel wieder zusammenarbeiten könnten in einer neuen großen Koalition.